Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening, dem sechsten und vielleicht letzten Teil der Reihe. Der Wald der roten Blätter. Ja, weiter geht's. Ich wusste zuletzt nicht und weiß auch immer noch nicht so richtig, was ich jetzt tun werde. Sieht aus wie so eine kleine Eichel oder so, was man da reinpacken soll. Wo war ich zuletzt? Was mache ich denn bloß? Sie reicht nicht, um das Ungeheuer unschädlich zu machen. Nee. Das kann ich da auch nicht... Nee, dann gehe ich jetzt mal mit meinem roten Erz zurück. Ich meine aber, mir fehlte noch ein Erzstück. Gelb hatte ich nämlich schon. Und so gehe ich nochmal zurück. Wo war denn das nochmal? Das war doch hier drüben, wenn man mit dem Boot dahin schippert. Kann ich das da jetzt... Genau, und jetzt fehlte mir aber noch einer. Ein blauer nämlich, sag ich doch. Sag ich doch. Und dann kann ich das bestimmt auch machen. Wo finde ich den denn? Vielleicht da hinten? Da, wo das schon so bläulich ist. Hier, fliegen. Und dann geht die Spinne daran und dahinter ist bestimmt der blaue Stein. Jetzt hat sie das mit der Hand weggemacht. Nachdem ich die Spinne gesehen habe, teste ich hier lieber nicht im Dunkeln herum. Du hast auch gerade das Spinnennetz einfach weggemacht. Ja, dann hier Laterne. Laterne. Die Höhle muss dort sein, wo ich die blauen Kristalle ab... Was? Die Höhle muss dort sein, wo die blauen Kristalle abgebaut werden. Tada! Blauer Kristall. Und ein Pfeil. Und damit kann ich jetzt bestimmt loslegen. Und nu? Ah, jetzt kann ich auch rätseln. Was soll ich denn tun? Verbinde die Rohrstücke, indem du sie auswählst und in die richtige Position drehst. Oha. Der geht nicht. Der muss ja so. Der muss ja so gehen, sonst haut das nicht hin. Das geht auch. Drehen wir den mal so, dann geht der runter. Das ist jetzt nicht wirklich miteinander verbunden, ne? Das ist jetzt da oben aber nicht miteinander verbunden. So lasse ich das mal. So sieht das gut aus. Ist das jetzt verbunden oder nicht? Glaub schon. Ah. Toll. Was passiert da jetzt? Was kann ich jetzt hier machen? Soll ich jetzt hier grün zu grün? Das passt doch. Jetzt der orangene. Jetzt lila. Blau. Rosa. Blau. Gelb. Perfekt. Und jetzt soll ich hier auch wieder irgendwas machen. Was denn? Von den Formen soll ich das zuordnen, ne? Wie kriege ich das denn hin? Ach so. So mache ich das. Ich verstehe. Dann ist der ja schon mal richtig. Der soll dahin. Der soll aber... Ja, wo soll der hin? Der soll auf jeden Fall da eher hin. Der dahin. Das habe ich jetzt noch nicht richtig. Ich check das mit dem hier auch nicht. Ich glaube, das soll der hier sein, aber irgendwie, ne? Nicht? Ich probiere einfach mal rum, weil ich nicht weiß, welches ist denn jetzt der falsche? Der passt doch da rein. Viereck passt ja doch eigentlich da rein, oder nicht? Also, das ist der runde, das ist so der, dieser knubbelige.
Hier ist die Spitze wie hier. Ja, mit dem hier. Das hier finde ich komisch. Das finde ich komisch. Aber die untereinander tauschen will auch nicht sein. Weil den könnte man ja auch einfach so daran hauen, dann wäre die Ecke da schon dran. Das muss doch richtig sein. Die vielleicht? Junge, hilf mir mehr. Kann ich im Moment nichts mehr tun? Wie? Ist das jetzt... Ach so, einfach den Knopf drücken. Das ist schon richtig. Ach, ich bin so doof. Ich denke, die ganze Zeit von alleine geht's weiter. Na gut, es war richtig von mir. Ich muss den Staub in die richtige Fiole füllen. Falscher Staub. Kann ich das denn hier einfach... Ach so. So. Gelb in den Gelben. Rot in den Roten. Und dann der Blaue. Und nun? Nehme ich den. Staub. Und packe ihn in meine Kanonenmaschine, glaube ich. Zurück zur Höhlengabelung. Jawoll. Wir wollen ja weiterkommen. So. Das packen wir da rein. Los geht's. Ach so, jetzt geht das mit der Grünen auch. Hallo, geht's noch hier? Was mache ich denn jetzt? Queen Sophia, take heed. He's a crafty one. Ja, was soll ich machen? Der beballert mich hier jetzt schon. Ich kann hier irgendwie nichts machen. Was hat das mit den unteren Dingern auf sich? Soll ich da irgendwie hinzielen jetzt, oder? Queen Sophia, take heed. He's a crafty one. Wähle einen Bereich in der Szene aus, der dem gezeigten Ziel entspricht. Ah, okay. Da soll der hin. Queen Sophia, take heed. Kannst du nicht einfach dahin ballern? Ja, schön. Queen Sophia, take heed. He's a crafty one. Das ist toll. Ich finde auch die Ecken hier gar nicht. Ich kann aber auch nicht einfach hier hin. Doch, kann ich. Dann bei seinem Bein irgendwie. Schön. Auf seinen Kopf. Bei dem Eimer immer hier oben irgendwie. Bei dem Eimer auch. Und bei dem Eimer. Etwas ungenau. Es soll ja eigentlich alles zum Troll gehen. Kann man das nicht so... Genau, da oben noch. Und jetzt noch die Kante hier. Okay. Das war jetzt komisch. The key. Hang on, my queen. We need that key. Randolph lebt. Oh Gott sei Dank. Der Ehrwürdige. Auszeichnung bekommen. Na da, Randolph, ich bin ja so froh, dass du in Sicherheit bist. Oh ja, Gott sei Dank. Ja, gut. Ich wollte gar keinen Tipp. Ich wollte mit ihm reden. Neue Aufgabe. Befreie den Schmied. Randolph, ist es gelungen, den Schlüssel für den Käfig zu holen? Ja, supi. Yura bless you, your majesty. So it is the blade of courage you seek. Let's discuss it in town. I will be happy to help. Ach so. Neue Aufgabe, trifft den Schmied im Dorf der Zentauren. Okay. Aber vorher kann ich hier noch ein paar Dinge einsammeln. Jetzt nicht mehr. Okay, gut. Wir haben den Troll besiegt. Das war jetzt etwas komisch. Ich habe die Szenen hier unten immer gar nicht so richtig jetzt gesehen und habe teilweise blind, teilweise hingeguckt. Und naja, Hauptsache man hat es geschafft.
Randolph geht's auch gut. Das ist ja, da sind wir ja heilfroh über unsere Eule. Was wäre das auch, ne? Awakening endet damit, dass Randolph tot ist. Das wäre zu schrecklich. Ich gehe wieder zurück. Das Dorf ist hier hinten, weil ich meine, können wir jetzt mit ihm reden? There is evil past this path, my lady. Das hatten wir ja schon. It is evil not to be trifled with. Wo sollen wir denn dann hin? Father's down by the village entrance. It goes into the library path. Mhm. Da. Right this way, Queen Sophia. Betritt die Bibliothek. Okay, dann tun wir das natürlich. Das klingt auf jeden Fall sehr schön, Bibliothek und so. Ah. There's a sphere inside the library with information on the blade. It is unfortunate that the library was blocked during the attack. Okay. There's a sphere. Ja, okay. Jetzt haben wir hier einen Topf und noch so einen komischen Arm. Großer Kessel zum Kochen. Da werden wir bestimmt noch was drin kochen müssen. Hier. Hier fehlt ein Teil. Habe ich aber nicht. Das Teleskop ist hin. Nur die Linse ist noch einwandfrei. Das sieht aus wie ein Verteidigungsplan im Falle einer Invasion. Die Zentauren scheinen sich mit den Zwergen zu bekriegen. So, was noch? Leere Wachsdose. Die Totems sehen alle unterschiedlich aus. Es würde mich nicht wundern, wenn sie als Markierung verwendet werden. Ah. Bald habe ich alle Teile zusammen. Für was auch immer. Der Eingang ist versperrt. Können wir nicht mit unserer Spitzhacke oder so? Oder Schaufel? Nee? Nee. Haben wir die nicht mehr? Ach, wir haben die gar nicht mehr. Okay, das geht nicht. Was mache ich dann? Ja, hier haben wir auch noch unser Eimerproblem. Das habe ich ja wieder schon voll vergessen. Ranken. Wo soll ich hin? Geh bitte zu diesem Schauplatz. Zentrum des Zentaundorfs. Bringe mich hier hin. Also ich muss hier irgendwas machen können. Ja, wie soll ich das denn wegmachen? Habe ich doch gerade eben schon versucht. Vielleicht wegfeuern? Ja, damit hat es aber nicht hingehauen. Hier ist etwas vergraben. Ach doch. Oh, wenn man es nicht genau macht, ne? Okay, was ist das jetzt hier? Eine Kordel mit Ringen. Na toll. Es muss dort eine Möglichkeit geben, mich dort hochzuziehen. Dann nimm doch diese Kordel und die Ranken und das verbinden. Nee. Mit einem Pfeil das so ranschießen aber. Schießt ihn doch da mal oben hin. Wieso denn nicht? Kannst du die Sachen jetzt miteinander kombinieren oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube eher nicht. Da ist so ein Boni wieder. Na gut. There's a sphere inside the library with. Es hat mir nicht sehr weitergeholfen. Und wenn ich hier nochmal grabe? Nee, ne? Geht nicht. Ach ja, was wollt ihr denn dann? Was kochen da drin soll ich ja wohl jetzt nicht gerade. Ich glaube, ich soll hier irgendwie hochkommen. Ja, mich dort hochzuziehen. Nee, brauche ich einen Tipp, sorry. Ach, ich kann noch weitergehen? Oh, witzig, ich kann noch weitergehen. Wenn die Ranken lang genug wären, könnte ich daran hochklettern.
Dann packen wir doch da noch mehr Ranken hin. Das hier könnte ich zum Klettern benutzen, aber es fehlt noch etwas. Ich brauche eine Art Enterhaken. Ich habe aber nur einen Pfeil. Oder so. Oder eine Kordel. Mehr habe ich nicht. Mehr habe ich nicht. Duftende Blumen. Hier sind so fleischfressende Pflanzen. Die finde ich aber auch sehr lustig aussehen. Ich hatte übrigens früher auch mal welche. Was für eine seltsame Pflanze. Fühlt sich kalt an. Ich komme zwar an die Honigwaben, aber die Pflanze ist mir gar nicht geheuer. Ich schütze meine Hände lieber. Weiß nicht, was man da machen kann. Was für eine seltsame Pflanze, ja. Die Zentau-Figur ist in der Mitte durchgebrochen. Sie ist aus Holz. Das lässt sich leicht kleben. Ah, diese dunkle, böse Macht schwelgt im Leid der anderen. In all den Jahren hat sie Tausende... Oh, mach doch nicht so schnell, ich hab's noch nicht mal gelesen. In allen Jahren hat sie Tausende mit dem Fluch des Steins bestraft. Das ist ein Buch über Dreadmire. Es geht voll schnell, die Schrift. Dabei ist es doch so schön, das Buch. Man kann sich nicht mal in Ruhe die Bilder angucken. Menno. Da ist ein Boni. Sonst ist da aber nichts mehr, ne? Kann ich die duftenden Blumen... Nee. Zum Ablenken oder so? Tja, was mache ich jetzt? Ich denke die ganze Zeit, dass die Kralle hier zu dieser Statue gehört. Aber vielleicht ist die Kralle der Enterhaken, den wir brauchen. Vielleicht gehört die gar nicht dazu. Ah, okay. So sieht's aus. Enterhaken. So, und damit komme ich bestimmt jetzt darauf, ne? Genau. In die Bibliothek hinein. Neue Aufgabe. Gib dem Schmied die Wissenssphäre. Okay. Ein Messer. Ein Schnitzmesser. Hier fehlt wohl ein Teil. Na, wie immer. Ach, schön hier in der Bibliothek. Der Totemkopf ist voller Löcher. Da sind Blätter. Nehmen wir die mal weg. Was haben wir dann? Ist das eine Lupe? Ein Lupenrahmen. Ich brauche mehr Farbe. Die ist bestimmt für die Töpfe, wo wir die mischen sollen. Das Modell hat überall Löcher. Es ist noch nicht fertig. Vielleicht kann ich die Löcher mit etwas ausfüllen, bevor ich das Modell anmale. Die ist ja aber leer, die Wachsdose. Die Haarnadel steckt fest. Ich brauche etwas, um sie dort rauszuholen. Vielleicht mit dem Pfeil? Was haben wir hier? Ich frage mich, was da hinter ist. Ich frage mich, was hier hinter ist. Und noch was? Oh, so ein Räucherstäbchen-Gefäß. Hier auf dem Schild steht Dreadmire, Feind unserer Zeit. Seine Herkunft ist und bleibt ein Rätsel. Agios, Schmied der Schwerter. Zwerge, also der Originaltext auf dem Schild wurde verändert. Zwerge wurde durchgestrichen und mit Feiglinge ersetzt. Da war wohl jemand nicht so gut, auf die Zwerge zu sprechen, wie es ausschaut. Voll schön mit dem kleinen Fenster hier. Ja. Wir haben aber irgendwie noch nicht das, was wir haben wollten, oder? Nee, wir haben so Gedöns, aber... There's a sphere inside the library. Nee. Dann werde ich wohl noch mal reingehen müssen. Es sei denn, ich kann draußen jetzt irgendwas machen. Aber hier kann ich gerade... Doch, kann ich. Ach so, Holztafel. Zu kurz, um dran zu ziehen. Aha. Und mit der Kordel vielleicht? Ja. Alles klar. Ach, das ist ja putzig. Ja, das finde ich schön.
Was jetzt hier? Da kann ich die Dinger bestimmt reinsetzen, die ich noch nicht habe. Und dann geht's los. Hier ist in dem Bild aber was, was ich nehmen könnte. Den Pfeil könnte ich da oben einsetzen, wie ich sehe. So, der ist schon mal drinne. Und habe ich jetzt auch die Figuren hier? Moment, ich habe doch die Figuren. Die könnte ich doch da hinten einsetzen. Jetzt, wo ich das sehe, würden die doch hier reinpassen. Ich dachte nämlich vorhin immer, ich muss eine Statue bauen. So mit Armen und Beinen. Aber nö, hat auch so geklappt. Was leuchtet hier so toll? Was ist das? Der Ball reagiert auf die Bücher. Mhm. Jetzt habe ich hier so... Ah, das sieht ja schön aus. Ich mag ja solche Zeichnungen gerne. Den sollen wir finden. Was sollen wir noch finden? Ich sehe eine Frau. Wo ist die denn? Ach, das sieht so rätselmäßig aus. Aber hier gibt es ja mehrere Sachen mit Herz und Kreuz und... Woher weiß ich denn, was wohin soll? Vielleicht von der Stelle her. Das ist die zweite Stelle vom Kreuz. Das ist aber auch die zweite Stelle vom Kreuz. Vielleicht ist das egal. Das ist die letzte. Das ist doch dann auch egal. Hier soll aber ein Herz hin. An dritte Stelle. Da ist auch an dritte Stelle Herz. Kopiere ich nicht. Doch, war richtig. Ach so. Na gut. So, eine Feder. Wo ist denn ein Tintenfass oder so? Das habe ich jetzt auch gefunden. Okay, hier ist noch irgendwas, was ich mache. So ein Rätsel. Der Baum, also der Vogel zum Baum. Der Fisch zum Wasser. Feuer. Zur Sonne? Oder so? Berg? Nee. Blatt zum Baum passt besser, ne? Und Vogel zum Himmel. Ja. Und da ist ein Schwert. Wieso leuchtet das jetzt? Weil es nicht richtig ist. Ich gucke gerade hier unten hin, was ich überhaupt finden soll. Und merke gerade, oh Gott, ich muss auch mal einen Cut machen. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle im nächsten Part weiter von Awakening, der Wald der roten Blätter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.